Das TELUS-Projekt hat unsere Schule verändert, auf jeden Fall. Der erste Tag war eine Gesamtkonferenz. Wir wurden allen Lehrern vorgestellt, was echt toll war. Ich habe sofort gemerkt, dass hier sehr, sehr viele herzliche Menschen arbeiten, die auf jeden Fall auch Interesse an dem Projekt hatten. Von daher habe ich mich hier sehr willkommen gefühlt. TELUS ist ein Service-Learning-Projekt für Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen, die üblicherweise Deutsch als Fremdsprache erlernen müssen und sich auf den Weg machen zu einem Schulabschluss und im Idealfall in eine Ausbildung im Rahmen des dualen Ausbildungssystems. Das Besondere an dem Programm ist, dass alle, die dabei mitmachen, gewinnen. Die Studierenden können im Rahmen von TELUS ihr Pflichtpraktikum für die Universität absolvieren und gleichzeitig eine sehr, sehr intensive Praxiserfahrung machen. Als erstes ist man ein Praktikant. Die Schüler wissen direkt, was ein Praktikant ist. Und dann haben wir die Rolle als kleiner Lehrer und als Sozialpädagoge. Und dadurch können die Schüler bei mehreren Anliegen zu einem kommen. Das ist eigentlich so das Besondere, dass man wirklich schnuppern kann, wie gefällt mir der Beruf. Ich werde nicht benotet, das finde ich ist ein Riesenvorteil einfach. Wenn ich was falsch mache, kommt ein Lehrer zu mir und sagt, das hätte man so oder so besser machen können, ich kann es besser ausprobieren. Wenn man sich den Zeitpunkt anschaut, bei dem die Studierenden als Praktikanten in das Projekt kommen und den Zeitpunkt, wo sie später mit ihrem Zertifikat wieder rausgehen, dann stellt man fest, dass in der Zwischenzeit bei den allermeisten eine enorme Persönlichkeitsentwicklung stattgefunden hat. Die Zusammenarbeit vor allem mit der Englischlehrerin, die dann auch meine Betreuerin war quasi, war super. Also die Frau hat immer geguckt, okay, was kann ich Abdul anvertrauen, was kann Abdul machen, woran kann Abdul wachsen? Und einen Mittwoch habe ich dann gesagt, Abdul, willst du nicht nächste Woche mal irgendwas ganz anderes mit denen machen? Meine Idee war dann, dass die Schüler einfach einen Werbespot drehen sollen, auf Englisch. Und dann am Ende der Doppelstunde konnten wir dann schon sehr lustige oder auch richtig professionelle Videos schauen. Das war so eine Sache, wo auch mal ein Knoten geplatzt ist. Und es ist einfach so genial hier, dass ich mich ausprobieren kann. Und man ist halt einfach sehr selbstständig dadurch geworden. Man hat sich einfach auch als gleichgestellt irgendwo gesehen. Wir treffen uns mit den Studierenden einmal in der Woche mindestens. Und diese Stunde ist auch Gold wert. Das Wichtigste am TELUS-Projekt ist die Interdisziplinarität. Also ich denke, dass es unwahrscheinlich gewinnbringend ist, dass man hier die Profession der Sozialpädagogen und die Profession der Lehrkräfte zusammen an einen Tisch bringt. Ich würde sagen, dass TELUS für mich irgendwo eine Art Gemeinschaft darstellt, weil man ist eigentlich nie alleine gewesen in dem Projekt. Was ich bewundernswert fand, Naima hat sich von Anfang an mit größtem Interesse auch in die Tätigkeiten der sozialen Arbeit mitbegeben. Sie war immer mit dabei. Das ist wunderbar zu sehen, wie da Entwicklung stattfindet, und zwar auf beiden Seiten. Für die Schülerinnen und Schüler ist es natürlich ein Gewinn, weil sie zusätzliche Betreuungsressourcen bekommen, neue Ansprechpartner, die sie im Unterricht begleiten und außerhalb des Unterrichtes. Dass manche Schüler 5, 6 Sprachen können. Das finde ich einfach so, so genial und das möchte ich viel mehr würdigen. Gerade der Spracherwerb, finde ich, spielt eine ganz große Rolle. Da hatte ich auch eine ganz schöne Situation mit einer Schülerin, die dann ganz verblüfft vor mir saß und gesagt hat, ja, aber Frau Schmidt, warum machen wir das denn überhaupt? Und für sie nicht so greifbar war, was soll ich jetzt in einem Fotoprojekt? Warum lerne ich hier kein Deutsch? Und ich habe dann mit ihr angefangen, darüber zu sprechen und ihr auch ein bisschen erklärt, dass ja alles Sprache ist. Und dann hat sie mich so angeguckt und hat gemerkt, oh ja, stimmt, wir reden gerade. Und für die ist ja klar, dass die jetzt nicht schon fertige Lehrer sind. Dadurch haben die so tolle Zugänge zu den Schülerinnen und Schülern. Einmal hatten wir eine Prüfung, also da waren wir richtig nervös, was wir machen sollen. Und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gemacht und so, wir haben zusammen gesessen und über Mathe geredet und danach haben wir Note 2 geschrieben. Das war richtig cool für mich. Also mein Ziel ist auf jeden Fall, Restaurantleiter zu werden. Herr Karimi hat sich bis jetzt super entwickelt. Er lernt viel dazu. Am Anfang fangen alle Azubis an in Service, um den Kontakt langsam mit Gästen zu bekommen. Mein Ziel ist, höhergerückter Akustiker zu werden. Und dafür brauche ich Realschule. Für die Zukunft wünsche ich Maslim Jah, dass er die Zeit wirklich wahrnimmt hier, um seine Interessen rauszuarbeiten und zu sagen, ja, da möchte ich hin. Also mein Plan und Ziel nach der Ausbildung ist, dass mein Abitur nachholen zu können. Und nach dem Studium ist mein Ziel, dass ich einer von den besten Chirurgen hier in Deutschland sein kann. Mein Ziel ist, dass ich eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann und eine Kaufmann zu werden. Barista ist ein sehr verlässlicher Schüler, der für das Kochen ein Händchen hat. Sie müssen ja sehen, dass die Schülerinnen und Schüler hier in der Cafeteria hinter dem Tresen eine andere Rolle einnimmt. Und das, finde ich, macht Barista mit sehr viel Charme. Wenn Schülerinnen und Schüler im vergangenen Jahr eine TELUS-Studierende hatten, fragen sie im nächsten Schuljahr eigentlich direkt, wer kommt denn dieses Jahr von TELUS?